In der wohl wichtigsten Woche des Jahres haben wir eine weitere Rejection für Bitcoin gesehen. Jetzt ist die große Frage, müssen wir uns Sorgen machen? Und wird Bitcoin und der Kryptomarkt weiter nach unten fallen? Oder haben wir vielleicht bald den Boden gefunden? Das und noch vieles mehr besprechen wir im heutigen Video. Bleibt also unbedingt vom Anfang bis zum Ende dran, um nichts Wichtiges zu verpassen. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Natalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst doch gerne ein Like da. Bevor wir jetzt mit den wichtigen Sachen starten, lasst uns mal einen Blick auf den gesamten Markt werfen. Denn nach den letzten paar schönen Tagen haben wir wieder ein Blutbad aus Rot. Es gibt super wenige Altcoins, die leicht im grünen Bereich sind. Wenn wir jetzt jedoch mal auf den Monthly Timeframe flippen, dann sehen wir, dass hier einige Coins noch ihre Gewinne halten können. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist es eine Buy the Dip Opportunity oder eben nicht? Aber es ist tatsächlich momentan einfach super viel los am Markt. Die erste große Sache ist mal wieder ein potenzielles Attentat auf Donald Trump, was sich natürlich auch nicht so berauschend auf die Kryptomärkte ausgewirkt hat. Auf jeden Fall gab es wohl einen Schusswechsel auf dem Golfplatz, wo Donald Trump sich aufgehalten haben soll. Die große Frage, die jetzt rumgeht, ist es, ob es einen Insider gab, der dafür verantwortlich gewesen ist, weil nirgendwo aufgelistet war, dass Trump sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Golfplatz aufhalten soll. Wie dem auch sei, er wurde auf jeden Fall nicht verletzt und, wie es am Kryptomarkt ebenso ist, wurde die Gelegenheit dazu genutzt, um mal wieder tonnenweise Meme-Coins innerhalb von Sekunden rauszuschießen. Jedoch hat sich das Ganze, wie ja schon angesprochen, nicht besonders gut auf den Bitcoin-Preis ausgewirkt. Und auch wenn man es jetzt auf die News streamen könnte, war es reinste TA, denn wir sind an dieser Trendlinie rejected worden. Aber es hat natürlich nicht zu einer positiven Preisbewegung beigetragen. Aber das ist jetzt natürlich nicht das Einzige, worüber wir uns unterhalten sollten, denn tatsächlich ist diese Woche vollgepackt mit super mega wichtigen Daten. Ich würde sagen, dass das eine der wichtigsten und bedeutendsten Wochen des ganzen Jahres sein wird. Das Ding ist nämlich, dass wir nicht nur einige wichtige Wirtschaftsdaten bekommen werden, wie zum Beispiel zum Einzelhandelsumsatz für August, Baugenehmigung oder den Philly Fed Index für das verbreitende Gewerbe am Donnerstag, denn außerdem haben wir diesen Mittwoch auch noch das FOMC-Meeting mit anschließender Pressekonferenz und es steht eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt außer Frage, dass es die Woche mit der ersten Zinssenkung seit 2020, also seit rund 4 Jahren, geben wird. Das ist auf jeden Fall eigentlich schon ziemlich sicher. Das Einzige, was eben noch nicht sicher ist, ist, wie hoch diese Zinssenkung wirklich ausfallen wird. Was das angeht, ändert sich diese Wahrscheinlichkeit gefühlt stündlich. Denn wenn wir alleine mal letzte Woche als Beispiel nehmen, da war der Markt sich noch zu 85% sicher, dass es eine Zinssenkung um 25 Basispunkte geben wird. Dann habe ich erst vorgestern noch einen Post rausgehauen, dass der Stand zu dem Zeitpunkt bei exakt 50-50 lag. Und heute sind wir sogar schon bei 61% angekommen, dass der Markt mit 61% damit rechnet, dass es zu einer doppelten Zinssenkung kommen wird. Also eine Zinssenkung um 0,5%. Ich schätze, das ist auch einer der Gründe, warum wir momentan auch schon eine gewisse Volatilität sehen können. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch am Mittwoch noch viel mehr Volatilität geben. Ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Fed die Zinsen jetzt direkt um 50 Basispunkte senken wird. Einfach weil es dem Markt signalisieren würde, dass die Fed in Panik geraten ist und die Lage nicht mehr unter Kontrolle hat. Das Problem ist allerdings, dass wenn die Fed eben nicht um 50 Basispunkte senken würde, dann sind natürlich diese 61%, die damit gewettet haben, natürlich enttäuscht und wir könnten eine Korrektur sehen. Jetzt ist allerdings das Ding, dass ich genauso wenig weiß, was die Fed wirklich tun wird, wie auch der Rest des Marktes. Ich kann auch nur gewisse begründete Vermutungen anstellen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, die Fed würde doch um 50 Basispunkte senken. Dann glaube ich tatsächlich, dass wir erst einmal einen ziemlich großen Pump sehen könnten. Weil natürlich, logisch, Zinssenkung, Lockerung der Geldpolitik, das ist ja alles, worauf wir gewartet haben. Und doch denke ich, dass dem Markt dann hinterher auffallen würde, dass die Fed die doppelte Zinssenkung nicht zum Spaß gemacht hat, sondern weil sie in Panik vor einer Rezession ist oder beziehungsweise die Rezession schon da ist. Und das könnte dann dazu führen, dass wir einen Abverkauf sehen. Tatsächlich ist es deshalb oft sogar so, dass es gar nicht mal so wichtig für den Chartverlauf ist, was direkt am FOMC-Meeting passiert, denn es ist viel wichtiger zu sehen, was am Tag darauf passiert. Und tatsächlich könnte es noch schlimmer werden, wenn wir eine dreifache Zinserhöhung bekommen würden. Was ich, um ehrlich zu sein, für ziemlich ausgeschlossen halte. Aber das habe ich tatsächlich vorhin entdeckt, dass Elizabeth Warren und andere Senatoren schon einen Brief geschrieben haben, in dem sie Paul bitten, dass er doch unbedingt um 75 Basispunkte senken soll. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein, was das für eine Idee sein sollte. Aber vielleicht haben sie den Brief auch nur geschrieben, um eine mögliche Senkung um 50 Basispunkte auf einmal gar nicht mehr so krass aussehen zu lassen. Aber lasst mich unbedingt mal in den Kommentaren wissen, was ihr denn denkt. Bekommen wir eine Zinssenkung um 50, 25 oder doch 75 Basispunkte? Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und ein Like und Kommentar da lasst. Vielen Dank! Wie dem auch sei, ich erwarte, dass die Woche wirklich heftig werden könnte und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich etwas mit dem Hebeltrading zurückzuhalten. Vor allem eben aber auch am Mittwoch.
Generell muss man jedoch dazu sagen, dass es nichts Außergewöhnliches ist, dass wir vor dem FOMC-Meeting nach unten korrigieren. Tatsächlich konnten wir das in der Vergangenheit öfter beobachten. Ich habe euch hier mal zur besseren Veranschaulichung mal die letzten FOMC-Meetings der letzten 12 Monate eingezeichnet. Und was man hier jetzt ganz gut sehen kann, ist, dass wir oft mal ein paar Tage vorher ins FOMC-Meeting reinkorrigiert sind und am Tag des FOMC-Meetings kurz danach sind wir nach oben gepumpt. Das können wir tatsächlich schon beim letzten Mal sehen. Hier sind wir Tage vor dem FOMC-Meeting nach unten korrigiert und sind danach nach oben gestiegen. Das Mal davor sind wir vorher korrigiert, sind am Tag des FOMC-Meetings etwas nach oben gegangen, sind danach aber weiter korrigiert. Hier bei dem Mal können wir sehen, wir sind erst runtergegangen und haben danach einen richtig schönen Pump gesehen. Und auch hier können wir sehen, wir sind erst runtergegangen und sind dann wieder hochgegangen. Generell kann man also sagen, dass wir nicht überrascht sein sollten, dass wir jetzt gerade 2 Tage vor dem FOMC-Meeting eine Korrektur sehen. Wichtig wird es sein zu sehen, wie es am Tag des Meetings ist und auch auf den darauffolgenden Tagen. Und falls ihr über alles Wichtige in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann solltet ihr unbedingt meinen Twitter- und Telegram-Kanal abonnieren. Da gibt es nämlich alles in Echtzeit. Und wenn ich mal kein Video schaffe, dann schaffe ich es auf jeden Fall, euch da auf dem Laufenden zu halten. So ein Tweet ist natürlich viel schneller rausgehauen als ein gesamtes Video. Macht also schnell Pause und tretet bei. Alle wichtigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und im Übrigen, eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen doch für das kommende FOMC-Meeting am Mittwoch hoffen lässt, ist die Tatsache, dass wir zufälligerweise genau am Mittwoch einen Bullmoon bekommen werden. Und ich weiß, auch wenn es wirklich total dämlich klingt, die Bullmoons und Bärmoons funktionieren als Indikator einfach richtig gut. Ich kenne sogar echt richtig erfahrene, langjährige Trader, die extra auf diese Mondphasen gewisse Trading-Strategien automatisiert haben. Und ich meine, man braucht sich ja dazu nur mal die letzten Male anschauen, um zu sehen, dass da echt was dran ist. Hier zum Beispiel hatten wir das letzte Mal einen Bärmoon und sind nach unten gegangen. Hier hatten wir einen Bullmoon und sind nach oben gegangen. Hier hatten wir einen Bärmoon und sind nach unten gegangen. Hier hatten wir einen Bullmoon und sind nach oben und so weiter und so fort. Natürlich hat dieser Indikator jetzt keine 100%ige Winrate, aber es gibt tatsächlich keinen Indikator und keine Trading-Strategie mit einer Winrate von 100%. Da kann man von den Mondphasen auch keine Wunder erwarten. Jedoch ist die Winrate nichtsdestotrotz ziemlich gut. Ich habe diese Phasen ja tatsächlich schon des Öfteren auf diesem Kanal gezeigt. Und wer möchte, kann das Ganze selber auf TradingView mal backtesten. Der Indikator heißt einfach Moonphases und ist völlig kostenlos, mit einer Winrate von über 50%. Jedoch will ich jetzt nicht damit sagen, dass wir aufgrund der Mondphasen am Mittwoch einen Pump sehen werden. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant zu erwähnen und auch zu sehen. Und man sollte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Aber es ist ja auch völlig egal, ob wir jetzt am Mittwoch nach oben oder nach unten gehen. Denn wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen, dann sehen wir, dass wir vermutlich zumindest mal innerhalb der nächsten 12 Monate eine richtig schöne Rallye sehen sollten. Was man hier nämlich sieht, das sind die Renditen, die der S&P 500 normalerweise 12 Monate nach der ersten Zinssenkung gehabt hat. Und das seit 1929. Und in 12 von 14 Fällen haben wir einen richtig schönen Pump gesehen. Das ist also eine 85%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir in den kommenden 12 Monaten sehen werden, dass wir einen richtig schönen Bullrun erleben werden. Was ja auch ganz gut mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich die ganze Zeit über erwartet haben. Wir haben ja die ganze Zeit nämlich schon ein schwaches 3. Quartal erwartet und ein 4. Quartal, in dem es richtig schön nach oben geht. Ich meine, wir müssen uns dazu nur mal den S&P 500 anschauen, denn dieser ist fast wieder an seinem Allzeithoch. Und auch Gold macht einen Allzeithoch nach dem anderen, während Bitcoin gerade mehr oder weniger gar nichts macht oder eigentlich sogar eher nach unten korrigiert. Jedoch sehen wir das tatsächlich nicht zum ersten Mal. Schaut mal, was im Jahr 2020 passiert ist. Hier können wir sehen, dass Gold in Weiß eine richtig schöne Rallye von 40% gehabt hat, während Bitcoin tatsächlich nach unten korrigiert ist. Es hat jedoch nicht lange gedauert, bis der Spieß sich umgedreht hat und Bitcoin eine Rallye von sage und schreibe 660% gesehen hat. Und das Ding ist einfach, solange wir also sehen, dass die traditionellen Märkte gut laufen, Gold gut läuft und weiter fleißig Geld gedruckt wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch jetzt lediglich eine Frage der Zeit sein wird, bis Bitcoin wie auch im Jahr 2020 nachziehen wird. Und wo wir schon einmal beim Gelddrucken sind, nicht nur die Fed wird bald wieder richtig loslegen, sondern auch Tether ist heute fleißig gewesen und hat dafür gesorgt, dass frische 1 Milliarde Dollar an Tether gedruckt worden sind, was natürlich netto immer positiv für die Märkte ist, wenn mehr Liquidität verfügbar ist. Aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr denn von der ganzen Sache haltet. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.